Ich habe neulich mein erstes Warbler selber hergestellt. Warum es wahrscheinlich in der Form auch das letzte gewesen ist, erfahrt ihr am Ende des Videos. Hallo Freunde von Polymorph und willkommen zu diesem Video. Warbler, genauer gesagt Warbler Finest Art, ist eine Modellbauplatte, die sich thermisch verformen lässt. Und zwar kann man sie mit einem Heißluftföhn erhitzen und dann in beliebige Formen bringen. Und dieses Material wird sehr gerne von Cosplayern verwendet. Ich habe eine solche Platte jetzt mal nachgemacht und wie ich das gemacht habe, seht ihr nun. Ich habe dieses Polymorph-Pulver von Materialix bei Amazon gekauft. Auf der Verpackung steht auch ein interessanter Hinweis. Die Degradationstemperatur beträgt 230 Grad Celsius. 150 Grad im Backofen machen ihm also nichts aus. Der Hersteller wirbt damit, dass man das Material vor dem Aufschmelzen mit anderen Stoffen mischen kann. Und das brachte mich dann auf die Idee mit dem Warbler. Wie ich einem YouTube-Video entnahm, ist Warbler eine Mischung aus Polymorph mit Sägemehl. Ich habe mir dieses Sägemehl beim Schreiner besorgt. Es ist aber arg verunreinigt und es sind viele große Stücke drin. Deshalb habe ich mir etwas in einem Küchensieb ausgesiebt. In dem Video wurde ein Mischungsverhältnis von 7 Teilen Polymorph zu 3 Teilen Sägemehl genannt. Um 25 Gramm Warbler herzustellen, benötige ich also 17,5 Gramm Polymorph und 7,5 Gramm Sägemehl. Das Ganze muss jetzt noch verbacken werden. Zum Ausrollen des Ganzen habe ich mir ein neues Edelstahl-Nudelholz gekauft. Backen werde ich das Ganze auf einer hochglanzlasierten Fliese, die ihr schon aus einem vorangegangenen Video kennt. Der Vorteil des Polymorph-Pulver ist, dass ich das Material nicht im heißen Zustand durchkneten muss, sondern es gleich auf der Fliese verteilen kann. Ich trage dennoch Handschuhe, da ich die Hitze des Backofens genutzt habe, um parallel noch andere Materialien herzustellen. Ich glätte das Material noch kurz, um die Stoffe besser miteinander zu verbinden. Nach dem gründlichen Abkühlen lässt sich die Platte leicht von der Fliese lösen. Das Material ist elastisch und dünn. Die Rückseite ist spiegelglatt, die Vorderseite rau. Um das Ergebnis mit dem Original vergleichen zu können, habe ich mir ein Muster bestellt. Dieses hat auch eine raue und eine glatte Seite, ist aber insgesamt wesentlich hochwertiger.
Es ist einen Millimeter dick und auch meine Platte ist an der dicksten Stelle ein Millimeter dick. Um beide vergleichen zu können, schneide ich meine Platte auf das gleiche Maß. Das Material ist doch wesentlich zäher, als ich erwartet hatte. Das Maß der Platte beträgt ungefähr 13 x 18 cm. Das Gewicht beträgt 28 Gramm, meine Platte hingegen wiegt 21 Gramm. Ich könnte jetzt noch am Mischungsverhältnis arbeiten und das Material feiner ausbringen. Auch wäre denkbar, nach dem ersten Backvorgang eine weitere Schicht Pulver aufzutragen und erneut zu backen. Allerdings habe ich jetzt mal die Kostenrechnung aufgestellt. Laut Hersteller wiegen 1 Quadratmeter Warbler 1200 Gramm. Ich habe das mit diesem Stück nachgemessen und hochgerechnet und es stimmt. Bei einem angenommenen Mischungsverhältnis von, und jetzt muss ich meine Tabelle nachschauen, von 7 zu 3 entspräche das 840 Gramm Polymorph. Ich habe dieses Pulver hier für 10 Euro 250 Gramm erhalten. Das war aber ein Angebot. Das entspräche für die 840 Gramm knapp 34 Euro. Kauft man jetzt original Warbler und nimmt 1,5 Quadratmeter, kommt man auf einen Quadratmeterpreis von 36 Euro zuzüglich Versand. Bei einer solchen Differenz lohnt sich der gesamte Aufwand nicht. Deshalb kann ich allen nur empfehlen, ihr Warbler in Zukunft auch bei einem Händler zu kaufen, der dort einen günstigen Preis hat. Ich habe euch zwar unten mal Amazon verlinkt, da könnt ihr euch Rezensionen zu dem Material durchlesen. Auf Amazon selbst ist das Material aber durchweg in meinen Augen zu teuer. Ich habe es bei My Costumes gekauft und den Link dazu schreibe ich euch auch unten mal in die Videobeschreibung. Ich erhalte dort keine Provision, aber das ist egal. Bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass bei größeren Mengen dort der Einkauf, zumindest in Deutschland, am günstigsten ist. Ja, und dann hoffe ich, ihr habt was gelernt und würde mich über ein Like freuen und denke, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos.